und mit deinem Geiste. Es muss ja alles gut werden, weil Christus auferstanden ist. Sören Kierkegaard. Diesen Kalenderspruch fand ich als Jugendlicher und damals habe ich das nicht verstanden. Es kam mir vor wie eine Vertröstung. Vielleicht geht es uns so ähnlich wie den Emmausjüngern im heutigen Evangelium. Wir brauchen Zeit, um zu verstehen. Und letztlich ist es Jesus selbst, der es uns zuspricht. Es wird alles gut werden, weil ich für euch auferstanden bin. Dass wir das in unserem Alltag entdecken können und dann auch aus dieser Freude aufleben können und diese Freude miteinander teilen, wollen wir Gott um sein Erbarmen für alle Menschen und uns selber bitten. Herr Jesus Christus, du bist den ratlosen Jüngern auf ihrem Weg begegnet und bist mit ihnen gegangen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser.
Dank sei Gott. Will ich ewig singen.
erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind im Schlaf. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Er fragte sie,
Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von ihnen gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverschämten, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden, er ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Nach Schutz und Heilmitteln suchen. Gott, unser
Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die Entscheidungen treffen müssen, für alle, die im Einsatz sind, für die Kirche und für die Gesellschaft. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. In den persönlichen Anliegen, die die Menschen in diesen Ostertagen in ihren Herzen tragen, in den Anliegen derer, die unerkannt mitten unter den Menschen stehen, für alle, die der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen und für alle Verstorbenen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir kommen mit den Emmaus-Jüngern zu dir und du schenkst uns neues Leben. Hilf uns, aus diesem Leben auch unseren Schwestern und Brüdern zu dienen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm
feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, nachdem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Yeah.
heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An Ostern ist Jesus seinen Jüngern begegnet und hat ihnen Frieden geschenkt. So bitten auch wir ihn heute, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Thank you.
Allmächtiger Gott, du hast uns durch die österlichen Geheimnisse auf den Weg des Lebens geführt. Lass deine Gnade in uns mächtig werden, damit wir uns deiner Gaben würdig erweisen und unseren Weg zu dir vollenden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Auch am heutigen Ostermontag möchte ich Ihnen und allen, an die wir denken, noch einmal frohe und gesegnete Ostertage wünschen. Und wenn ich das tue, dann tue ich das nicht allein, auch wenn im Moment sonst fast niemand hier zu sehen ist. Aber dass zum Beispiel auch ich hier zu sehen bin, das liegt nicht an mir, sondern an vielen guten Geistern, die dafür sorgen, dass das in dieser besonderen Zeit so gelingt, dass wir gemeinsam beten und singen können. Und all denen, die unsichtbar das in diesen Tagen tun, wollen wir auch ganz herzlich danken, hier in der Kirche, in den vielen Gottesdiensten, die über die Ostertage in unserer Vereingemeinschaft begangen wurden, aber auch darüber hinaus, was eben an Caritas, an Nächstenliebe, an Begegnung gegeben wird, was eben auch getan wird, um Menschen im Glauben zu stärken in dieser besonderen Zeit. Wir wollen in den Segen alle einschließen, an die wir denken. Es sollen auch nochmal die Tüten gesegnet werden, die Ostertüten, die hier vor dem Altar stehen. Sie können in allen Gemeinden diese Tüten mitnehmen. Es ist eine gesegnete Osterkerze darin, ein Osterbild oder ein Osterei. Und dann hoffen wir, dass, so Gott will, wir uns dann auch wohlbehalten wiedersehen können. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung